Die meisten konventionellen Systeme arbeiten mit Gewindeschneidern, was gar keinen Sinn macht, da wir in Knochenklasse 1 dann formkongruent das Implantat in den Knochen schrauben, dort eine sehr hohe Primärstabilität haben. Genau dort, Knochenklasse 1, haben wir die höchste Primärstabilität, weil wir den im schlechtesten durchbluteten Knochen haben. Und deswegen haben wir bei STS uns gesagt, von der Biologie her macht es sehr, sehr viel mehr Sinn und ist total logisch, etwas weniger Drehmoment in Knochenklasse 1 zu fahren, etwas mehr Drehmoment in Knochenklasse 2, 3 und 4. Deswegen ist unser Bohrprotokoll auch nach Knochenklassen aufgerichtet, wo Sie in absteigender Reihenfolge 4, 3, 2, 1 bohren. Das heißt, wenn Sie Knochenklasse 2 gebohrt haben, das Implantat hat noch zu viel Drehmoment, nehmen Sie das Implantat nochmal raus, bohren Knochenklasse 1 nochmal nach und dann wird das Implantat sehr einfach einzusetzen sein. Das heißt, wir haben in jeder Knochenklasse ein anderes Aufbereitungsprotokoll angepasst an die Härte des Knochens, was, denke ich, extrem viel Sinn macht, denn Sie würden ja auch in Stahl, Hartholz oder Balsaholz mit unterschiedlichen Bohren, unterschiedlichen Schrauben arbeiten. Weshalb dann nicht auch in einem noch sensibleren biologischen Material wie dem Knochen. Schauen wir uns das im Bohrprotokoll an. Nach Knochenklasse 4 bedeutet, dass wir hier mit einem kleinen Counter nur oben die Kompakta öffnen, um dort keine Kompression drauf zu bringen oder gegebenenfalls die Kompakta sogar zu sprengen. Und Sie sehen, all das, was hier transparent angedeutet ist, ist Kompression. Wir haben also sozusagen den Knochenkondensierer hier mit eingebaut. Schauen wir uns die Knochenklasse 3 an. Hier ist der wesentliche Unterschied, dass wir hier bereits schon den Counter einsetzen, der absolut formkongruent mit dem oberen Anteil der oberen Hälfte des Implantates ist, sodass hier keinerlei Kompression im oberen Bereich entsteht, allerdings immer noch viel Kompression im unteren, ungefährlichen, spongiösen Anteil. Knochenklasse 2 ist der einfachste Knochen, der funktioniert jedes Implantatsystem, da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Der schwierigste, gefährlichste Knochen ist der Knochenklasse 1, denn hier haben wir quasi keine Durchblutung. Hier handelt es sich um kompakten, nahezu toten Knochen und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass wir überdimensioniert aufbereiten, in etwa hier dargestellt durch durch die rosane Form. Und wir sehen, dass jetzt die Gewindespitzen nur noch ganz zart im Knochen greifen, nämlich 0,15 mm. Das erkennen Sie daran, dass der letzte Bohrer beim Implantat 3,8 Durchmesser hat, 3,5 Knochenklasse 1. Das heißt 0,3 Differenz geteilt durch 2, 0,15. Und alle Areale, die Sie hier rosa sehen, sind Hohlräume. Das heißt, hier wird der Knochen gar nicht berührt. Selbst wenn ich im Bereich der Gewindespitze überhitzen würde, was bei Keramik ein höheres Risiko darstellt, da Keramik die Temperatur, die entstehende Reibungshitze an der Oberfläche nicht an den Kern abgeben kann wie metallische Implantate, sondern diese Hitze an der Oberfläche stehen bleibt, kann also in diesem Bereich nicht passieren. Das sind dann sogenannte Stammzellenlakunen oder bioaktive Container, wie Ernie Fuchs gesagt hätte.